Okay, Leute, da wären wir wieder zur nächsten Folge von Snow Village 4 und mit dabei sind Lukas und der Shandy, hallo. Endlich heißt mal geschafft, moin. Genau. Und Gamer. Direkt nochmal so richtig durchgestartet hier, mit dem fetten Haus einfach mal hingehauen für diese Folge. Betonen muss, dass das schnell und kreativ ist, weil das Projekt jetzt eigentlich in 12 Minuten vorbei wäre. Na, in 12 Minuten, so streng wollen wir mal nicht sein, aber... Theoretisch schon. Naja, wir machen natürlich noch hier so lange, bis das Ganze fertig ist, sozusagen. Aber da müssen wir uns jetzt auch ranhalten. Und Lukas hat hier schon mal richtig viel gebaut mit dieser Schneelandschaft einfach im Inneren. Sieht schon mal geil aus, muss ich sagen, mit dem Schneemann, wo man einfach hochklettern kann. Diese verschiedenen Leute, die hier anscheinend Schlittschuh laufen auf dem Eis. Und dann aber hier auch eingebrochene Stellen. Perfekt. Naja, klar. Ich dachte schon mal, erkennst du nicht. Na doch. Sieht man ja schon, aber die leben ein bisschen gefährlich, wenn die hier schon diese ganzen Löcher im Eis haben, ne? Nee, haben sie Pech. Naja, Hauptsache der Baum hat noch eine eigene Insel dann. Ah nee, das knüpft ja hier ans Festland an. Ah, not bad. Hier vorne, naja, da müssen wir nochmal gucken, vielleicht kann man da irgendwas hinhauen, was so schnell geht und trotzdem gut aussieht. Vielleicht gibt's da ja was noch. So, und dann hier oben, da haben wir natürlich auch noch einigen Platz zur Verfügung, aber das wird wahrscheinlich dann nicht alles eingerichtet. Und da wird es ja auch nochmal wahrscheinlich hier drum gehen, Fenster hinzukriegen. Weiß ich jetzt auch noch nicht, was wir da nutzen. Da kannst du ja vielleicht so verschiedene Glassorten nehmen oder wie auch immer. Jedenfalls machen wir jetzt auch noch einiges mit DecoCraft, wie man hier sieht. Oh, da kann man sogar sitzen, geil. Wenigstens etwas, weil manchmal geht das dann gar nicht. Ah, und hier dann auch das, genau. Der Weihnachtsmann muss sich nämlich entschuldigen. Und zwar, Leute, ich habe einen Fehler gemacht. Ich weiß nicht, wie ich mir das verzeihen kann. Aber der Weihnachtsmann hat es leider dieses Jahr nicht geschafft, die Geschenke zu verteilen. Ach so, du meinst ja ein Projekt. Ja. Naja, ich habe dafür am ersten Advent ein bisschen was verteilt, aber das war auch so mehr schlecht als recht, sag ich mal. Ich glaube, da hat auch nicht mal jeder was gekriegt. Ja gut, Lukas war zu der Zeit noch nicht im Projekt. Lukas kann ja gerne meine Items. Ja, stimmt, die kann ich Lukas noch geben, aber ich glaube, den interessiert das gerade herzlich wenig, oder? Tatsächlich schon, ja. Ich finde das geil hier mit dieser Abwechslung im Boden, die entsteht durch den Schnee. Das ist auf jeden Fall besser als vorher mit dem komischen Weg. Vor allem, dass es hier noch eine Bushaltestelle einfach mal gibt nebenbei. Die wird geändert durch eine Parkbank. Ah, aber die können wir ja irgendwo anders hinstellen. Ich nehme die mal mit hier. Und den Mülleimer, ja, da müssen wir mal gucken. Vielleicht können wir da noch mehr verteilen. So, wo ist denn noch Platz für sowas, ist die Frage. Vielleicht hier neben dem Schachbrett, so neben der Attraktion. Aber apropos diesen Weihnachtsmann-Bit, ne? Ich hatte so ein Bit in der Richtung bei der Arbeit gestartet und einfach die ganze Zeit meine Mitarbeiter genervt. Ja. Und denen gesagt, wie halt es in Deutschland so ist, wenn man halt für tote Leute rufen soll. Da habe ich die ganze Zeit bei der Arbeit gesagt, an alle Freunde, Familie und Bekannten, da müssen wir leider die traurige Nachricht rüberbringen, dass der Weihnachtsmann in der Grenze zwischen Mexiko und Amerika erschossen wurde und so weiter. Bisschen krass, oder? Okay. Ich will nicht wissen, wie du schläfst. Gemütlich. Gemütlich. Ganz friedlich. So, ich glaube, hier kommt die Haltestelle hin. Da haben wir noch den See hier nebendran und schöner könnte es doch fast nicht sein, ne? Stimmt. Kann man hier noch so eine Wendeschleife bauen für einen Bus? Das ist schön auf eine Trauerfeier wegen dem Weihnachtsmann gehalten. Aber so ein Bier kann aber auch nur mir einfallen, ne? Naja, das ist typische Shandy-Humor. Ich liebe es, was für eine Kategorie gibt. Kannst ja auch da so ein Zitat verfassen für den neuen Channel. Bring ihn auf Ideen. Naja, ich meine, der Channel muss sich erfüllen, ne? Ja, also welchen Zitat meinst du? Den ich über den Weihnachtsmann gebracht habe, oder? Ja, das mit dem Weihnachtsmann schon. Das hat ja Vorrang an der Stelle. So, Mülleimer passt natürlich auch immer perfekt neben so einer Bushalte. Am besten noch so umgedreht, ne? Wo der Müll dann überall verteilt liegt, ne? Ja, genau. Right. Warte mal, wie heißt denn das Ding? Trashbin? Da finde ich ja nur diese komischen Mülltonnen, die du vor der Haustür stellst. Ach, öffentlicher Mülleimer, der ist einfach auf Deutsch. Warum auch immer. Na, ich habe eigentlich auf Deutsch gestellt, aber die Hälfte ist dann trotzdem auf Englisch von DecoCraft und die Hälfte halt nicht. Ich habe halt einen Freund, ne? Der mag es halt auch Modded Minecraft zu spielen. Ja. Aber da die meisten Modpacks, die halt spielen, ein Serverprojekt ist, ja, macht er gerne den Übersetzer und übersetzt einfach straight up
jedes Item in Modded Minecraft. Er macht extra eine Config-File dafür. Ach. Extra eine Translation-File dafür, damit es halt, wenn das Modpack geuploadet wird, dass es halt auch übersetzt ist. Ah, ja. Ne, das ist natürlich gut, wenn man das macht, den Aufwand, ne? Das ist halt ziemlich viel. Ja. Weil du ja jedes Mini-Item da erstmal raussuchen musst, was es überhaupt gibt. Naja. Trader, er hat komplett Securitycraft, Ender.io und noch den Rest übersetzt. Das ist schon eine Meisterleistung eigentlich. Oh jo, wieso wird hier alles am Lecken wieder sein? Na egal, ich nutze das für ein Thumbnail. Na, es gehört natürlich dazu, dass man hier nochmal gekickt wird. Hier könnte noch so eine Pflanze hin, ne? Irgendwie so, ach, oder das geht auch. Vielleicht dann hier noch so eine Pflanze, weißt du, dass einfach diese Wand noch etwas genutzt wird, vor allem hier in dem Gartenbereich, der das ja anscheinend sein soll. Da werde ich mir nochmal ein paar Deko-Items auch für meinen Bedarf craften. Ah, ein Globus gibt's auch. Geil, hol ich mir. Er kommt dann mal hier oben drauf, da habe ich jetzt extra schon die Lichterketten entfernt. Obwohl, der sieht scheiße aus, bisschen. Ja, da denkt man, das ist irgendein Drachenei, was man in so eine Globusform gepresst hat. Oder ein Straußenei, eher gesagt. Drachenei wird ja noch episch aussehen, wenigstens. Ah, stimmt, man kann das ja wieder zurückfärben oder einschmelzen, ja. Ich liebe es, dass man mit Mods auch in Vanilla spielen kann, ey. Ja, mit diesen Client-Mods, ne, meinst du? Das ist schon schön. Ich liebe es halt, wenn man richtig ausleuchten kann. Ah ja, hier mit dem F7 drücken, gell, und dann siehst du alles. Ja. Das ist schon besser. Ey, yo, Sie hört sich. Nee, jetzt nicht. Aber vorhin habe ich da auch gehört. Oh, diese Böller gehen auf den Sack. Das geht schon wieder seit Tagen. Also bei uns war es vor ein paar Tagen wieder schlimm. Und vor geht schon wieder jeden Tag so. Vor ein paar Wochen war es richtig laut. Da war es direkt vor der Tür hier. Ich meine, ich sag mal so, ist klar, die Pyros, denen werden jetzt die ganzen Böller weggenommen. Wird schon nicht anders reagieren. Aber auf Dauer, Junge, das geht mir gerade so auf den Sack, ich weiß nicht. Naja, und die holen sich ja jetzt alle es wieder gibt aber noch, es gibt aber auch eine Lösung dafür. Die sollen lernen, mit Feuer zu spielen zu können. Ich bin selber gerne, ich habe Silvester gerne immer geknallt, weil es bockt einfach, weißt du wie? Ja, ich bin auch so der Typ, der in der zur Schule gegangen ist und einfach nach Schwarzpulver gerochen hat. Das hat aber nichts mit Feuerwerk zu tun. Ich sag mal so, man muss ja jetzt nicht die krassesten Böller aus Tschechien holen, weißt du wie? Ja, genau. Das meinte ich auch. Das hat immer übertrieben. Ich find's schade, dass keiner den Joke kapiert hat. Ich hab in der Schule eh immer nach Schwarzpulver gerochen. Ach so. Hat aber nichts mit China-Böllern zu tun. Nee, irgendwie check ich den nicht. Wenn du es nicht checkst, dann brauchst du es nicht erklären, weil wenn man es erklärt, dann wird's zu TOS. Ja, das ist dann zu... TOS? Mit diesen Abkürzungen kann ich überhaupt nichts anfangen, ey. Terms of Service. Ich hasse die wie die Pest, Junge. Ja, die Twitch Terms of Service hasse ich auch wie die Pest. Aber was kann man da tun eigentlich? Man muss entweder halt gehorchen oder man ist weg da. Obwohl halt Twitch und YouTube und sowas eigentlich nichts zu sagen haben bei dem bei der Art von Content, was man da hochlädt. Also nicht von wegen, was man da hochlädt, sondern die haben nichts zu sagen, was man da hochzuladen hat. Ja, ne? Du bist ja eigentlich frei in der Entscheidung erstmal, was man an Content kreiert, ne? Muss dich halt nur an die Terms of Service halten. Eigentlich nicht mal. Aber weil Twitch hat kein richtiges Recht. YouTube auch nicht halt. Die haben nicht so ein Unrecht, sondern wer ist es? Die dürfen keinen Einfluss halt nehmen drauf. Ja, weil Twitch und YouTube, das sind keine Publisher. Ja. Das ist einfach, die sind einfach nur Plattformen. Genau. Und die Plattform hat halt nichts zu sagen, da was der User macht. Und wenn sich halt der User straftätig macht mit dem, was er da hochlädt, dann hat halt das Gesetz was mit zu tun, nicht die Seite. Ja, genau. Und außer bei Urheberrechten, da haften ja jetzt die Plattform seit Artikel 13. Ja, das Urheberrechte ist ja halt auch mit dem Gesetz und so weiter. Genau. Also mit Gesetzen. Aber Publisher, die haben halt was zu sagen, was der Typ halt hochlebt und so weiter. Wegen, wir wollen das nicht haben und so weiter. Das Ding ist aber, Twitch, YouTube und viele Plattformen verhalten sich wie Publisher, obwohl sie Plattformen sind. Ach so, also ist das eigentlich falsches Verhalten sozusagen? Ja, aber man kann es aber auch bei denen verstehen, weil die wollen halt die Werbung halt... ja klar, das ist immer das Problem. Die müssen ja dafür sorgen, dass Werbepartner immer anbeißen wieder und ja, dass attraktiv bleibt quasi. Deswegen schlussendlich
Ja, können die halt dann machen, was die wollen. Habe ich gerade Bock, mitten im Ozean zu gehen, nur um Seelaternen zu farmen? Na bestimmt. Mit Leidenschaft. Niemals mehr mit Leidenschaft. Meine einzige Leidenschaft, die ich habe, ist das Tanzen. Und ich bin grässlich dabei. Okay.